Willkommen bei So You! Ich bin Jen und in diesem Video zeige ich dir, wie du ganz einfach selber dieses süße Eiskönigin-Kleid nähen kannst. Dazu brauchst du das Schnittmuster Nummer 9460 von Burda aus der aktuellen Kids Herbst-Winter-Kollektion. Keine Sorge, es ist ein einfaches Schnittmuster, das heißt, auch wenn du wenig Näherfahrung hast, kriegst du das bestimmt hin. Dann brauchst du einen Frozen-Stoff deiner Wahl aus 100% Baumwolle, einen zweiten Stoff ebenfalls aus 100% Baumwolle, der farblich zu deinem Frozen-Stoff passt, zwei Knöpfe und einen Nähfaden. Ich werde unten in den Beschreibungen nochmal alles genau auflisten und auch, wo ich es gekauft habe. Sobald du alles hast, kann's losgehen! Als erstes musst du die Schnittteile 1 bis 7 in der richtigen Größe zuschneiden. Das Schnittmuster ist für 2- bis 6-jährige Mädchen gemacht. Ich habe bereits die beiden Stoffe gewaschen und trocknen lassen und bin jetzt bereit für den Zuschnitt. Als erstes faltest du den Stoff in die Hälfte, und zwar so, dass die beiden Kanten, die etwas härter sind und nicht ausfransen, aufeinandertreffen. Das sind die Webkanten. Sie geben auch die Richtung des Fadenlaufes an. Steck jetzt das Schnittmuster 2 an den Stoffbruch, gleich daneben das Schnittmuster 7 in der Richtung des Fadenlaufes und daneben das Schnittmuster 5 auf. Schneide diese Schnittteile mit je einem Zentimeter Nahtzugabe an jeder Kante aus. Wenn du fertig bist, schneid das Schnittmuster 2 gleich nochmals genau gleich aus. Schneide beim Schnittmuster 2 unten im Bruch mit der Schere ein paar Millimeter ein. Das ist eine Bezeichnung für die Rückenmitte, die du später noch brauchen wirst. Das Schnittmuster 2 hat noch Bezeichnungen an den Trägern. Nimm dazu einen Faden und fädle ihn auf eine Nadel auf. Näh mit der Nadel genau durch diese Bezeichnungen und durch den Stoff durch und lass große Schlaufen stehen. Schneid diese Schlaufen durch. Nimm das Schnittmuster weg und zieh die beiden Stoffschichten vorsichtig auseinander. Dann kannst du auch dort die Fäden auseinanderschneiden. Falte den Eisköniginstoff nun neu, gemäß Angabe auf dem Schnittmuster, und schneid die Teile 1 und 6 aus. Ebenfalls mit einem Zentimeter Nahtzugabe rundherum. Schneid auch hier mit der Schere im Stoffbruch ein paar Millimeter in den Stoff ein, um die Vordermitte und die Rückenmitte zu bezeichnen. Beim Schnittmuster 1 muss das Knopfloch und der Anfang des Bändels ebenfalls mit Faden bezeichnet werden. Das Prinzip ist genau dasselbe wie beim Schnittmuster 2. Schneid das Schnittmuster 1 nun nochmal genau gleich zu und mach dieselben Bezeichnungen. Schneid die Schnittteile 3 und 4 in zwei Schritten aus dem anderen Stoff aus. Achte dabei darauf, dass du sehr platzsparend arbeitest, denn der Stoff ist sehr knapp berechnet. Bei den Schnittteilen 3 und 4 habe ich am Saum 4 cm Nahtzugabe gegeben und ansonsten 1 cm. Steck die Seitennähte eines Vorderteils und eines Rückenteils aufeinander. Dabei liegen die schönen Stoffseiten direkt aufeinander.
steckt die Seitennähte des Eisköniginnenstoffes aufeinander. Steckt die Seitennähte des zweiten Stoffes aufeinander. Nähe diese Seitennähte genau 1 cm tief zusammen. Ich verstelle dazu immer meine Nähnadel, so dass sie genau 1 cm Abstand zum Rand des Nähfüßchens hat. Dann kann ich die Kante des Stoffes genau dem Rand meines Nähfüßchens entlang laufen lassen und nähe immer genau 1 cm tief. Und vergiss nicht, die Fäden am Anfang und am Ende zu vernähen, indem du jeweils ein paar Stiche rückwärts und dann wieder vorwärts nähst. Näh nun auch die Seitennähte des Eisköniginrockes 1 cm tief zusammen. Und nähe auch die Seitennähte des zweiten Stoffes 1 cm tief zusammen. Versäubere die Seitennähte der Röcke entweder mit einer Overlockmaschine oder benutze einen großen Zickzackstich auf deiner Nähmaschine. Bügle nun die Seitennähte des Oberteils auseinander. Verwende dazu ein Ärmelbügelbrett. Bügle die Seitennähte der Röcke auf eine Seite. Steck nun die beiden Vorderteile und Rückenteile der oberen Kante entlang aufeinander. Halbiere die Bändel in Längsrichtung und steck die Kanten zusammen. Nähe die obere Kante des Oberteils 1 cm tief einmal rundherum. Nähe die Bändel 1 cm tief und lass einen der beiden schmalen Seiten offen. Schneid bei den Trägern die Ecken ab. Schneid überall bei den Rundungen im Oberteil mehrere Male ca. 8 mm tief in die Nahtzugaben ein. Das ist notwendig, dass du das Oberteil nachher wenden kannst, ohne dass es Falten in der Naht wirft. Wende das Oberteil.
Wenn es in der Naht noch Falten wirft, musst du dort die Einschnitte etwas tiefer machen. Bügle die obere Kante flach und ohne Falten. Stepp das Oberteil mit einem kleinen Abstand zur Kante einmal rundherum ab. Und vergiss nicht, die Fäden zu sichern. Kürze die Nahtzugaben der Bändel und schneid die Ecke weg. Wende die Bändel. Am besten nimmst du dazu einen Stift zur Hilfe. Bügel die Bändel flach. Stepp die Bändel mit einem kleinen Abstand zur äußeren Kante ab. Mach auf der Innenseite des Unterrockes mit 8 cm Abstand Markierungen. Leg die Kante des Rockes an die Markierung und bügle den Bruch. Öffne den Stoff wieder, leg die Kante an den ersten Umbruch und bügle den neuen Umbruch. Falte den Saum nun, so wie du ihn gebügelt hast, und steck ihn fest. Nähe den Saum des Unterrockes fest und sichere die Stiche. Wenn du fertig bist, schneid die Fäden ab. Mach beim Frozen Rock auf der inneren Stoffseite Markierungen mit 2 cm Abstand von der äußeren Kante. Leg die äußere Kante an die Markierungen und bügel den Umbruch. Es ist egal, wenn es in der Rundung Falten in den Nahtzugaben gibt, solange sie von außen nicht sichtbar sind. Stell bei deiner Nähmaschine einen kleinen, engen Zickzackstich ein. Teste den Zickzackstich auf einem Stoffresten, bis er etwa so aussieht wie bei mir. Zickzacke jetzt den ganzen Umbruch entlang. Dabei bleibt die obere Kante wiederum frei. Schneide die restlichen Nahtzugaben jetzt so nah wie möglich am Zickzack entlang weg, ohne dabei den Zickzack zu durchschneiden.
Markier mit Hilfe der Fadenbezeichnung nun die Stelle der Knopflöcher. Ein Knopfloch sollte etwa 2 mm größer sein als der Knopf selbst. Wenn alles bezeichnet ist, kannst du die Knopflöcher mit dem entsprechenden Stich auf deiner Nähmaschine nähen. Mach an der inneren Stofflage des Oberteils mit 2 cm Abstand Markierungen. Leg die Kante an die Markierungen und bügle den Umbruch. Mach das mit der ganzen Kante. Leg den Eisköniginrock um den unifarbenen Rock und steck oben die Kanten genau aufeinander. Die Seitennähte treffen genau aufeinander. In der Rückenmitte hast du jeweils eine Bezeichnung gemacht, auch die treffen genau aufeinander. Und leg in der vorderen Mitte die Eisköniginnenkanten genau aneinander an der Bezeichnung des unifarbenen Rocks. Näh die beiden Röcke jetzt mit dem größten Stich auf deiner Nähmaschine zusammen. Lass dabei am Anfang und am Ende etwa 10 cm lange Fäden stehen und vernäh die Stiche gar nicht. Damit dieser Stich möglichst nahe am Rand ist, verstell ich jeweils die Nähmaschinennadel so weit rechts, wie es möglich ist und lass die Kanten des Stoffes genau der Kante des Nähfüßchens entlang laufen. Dieser Stich ist der Einreihfaden, um den Rock zu rüschen. Nun wird das Oberteil an den Rock gesteckt. Kehr dazu das Oberteil von außen nach innen. Steck nun die Seitennähte des Oberteils an die Seitennähte des Rockes und achte darauf, dass das Vorderteil des Oberteils auf dem Vorderteil des Rockes liegt. Zieh an einem Faden des Einreihstichs. Wie du siehst, fängt der Rock an, sich zu rüschen. Nun musst du so lange an dem Faden ziehen und die Rüschen des Rockes gleichmäßig verteilen, bis der Rock dieselbe Strecke hat wie das Oberteil. Verteil dann die Rüschen gleichmäßig auf den ganzen Rock und such die Bezeichnungen im Oberteil und im Rock, der vorderen und der Rückenmitte. Steck dann diese Bezeichnungen jeweils genau aufeinander. Steck nun den Rest des Rockes an das Oberteil. Wichtig ist, dass du ihn nur an die äußere Schicht des Oberteils steckst. Die innere Schicht, an der wir bereits die Kanten umgebügelt haben, bleibt komplett unberührt. Zum Schluss sollte das Ganze so aussehen. Nähe das Top und den Rock nun 1 cm tief zusammen und vernähe die Stiche am Anfang und am Ende. Wichtig ist, dass du darauf achtest, dass du nicht aus Versehen auch die innere Schicht des Oberteils festnähst. Wenn du fertig genäht hast, sieht dein Kleid von außen jetzt so aus. Nun muss noch die innere Stoffschicht des Oberteils befestigt werden. Kehr dazu das Kleid von außen nach innen und steck die innere Stoffschicht genau an die Naht, die du gerade genäht hast. Die Nahtzugaben des Rockes zeigen nach oben, das heißt, sie sind nachher komplett unsichtbar. Nun wird die innere Stoffschicht des Oberteils von Hand an die Nahtzugaben des Rockes genäht.
Schneid dazu einen Faden ab, halbiere ihn und fädle ihn so auf eine Handnähnadel auf. Stich mit der Nadel ein paar Millimeter tief in die Nahtzugaben des Rockes ein. Geh mit der Nadel durch die Schlaufe des Fadens und zieh es so fest. So ist dein Faden gleich verknotet. Stich mit der Nadel jetzt jeweils bei den Nahtzugaben des Rockes ein und circa beim Umbruch des Oberteils wieder heraus. Zieh den Faden danach an. Näh auf diese Weise das ganze innere Oberteil an den Rock an. Wenn der Faden fast fertig ist, mach jeweils 3 Stiche am selben Ort, um den Faden zu vernähen. Um ein Knopfloch zu öffnen, nehme ich jeweils einen normalen Nahttrenner, steche genau in der Mitte des Knopfloches ein und trenne den Stoff ganz vorsichtig, ohne dabei die Stiche des Knopfloches irgendwie zu verletzen. Wenn es für dich besser geht, kannst du das Knopfloch auch mit einem Cutter öffnen. Verwende einfach die passende Unterlage dafür. Halte den Träger des Vorderteils an die Fadenbezeichnung des Rückenteils. Markier die Stelle, wo der Knopf angenäht werden muss, mit einer Stecknadel. Fädle dazu wiederum einen Faden auf eine Nähnadel auf. Stich zuerst einfach durch die markierte Stelle und sichere den Faden mit dem Schlaufentrick. Fädle nun den Knopf auf, stich dann wieder durch den Stoff, dann wieder durch den Knopf und wieder durch den Stoff. Mach das Ganze circa 4-mal. Achte dabei darauf, dass ein kleiner Abstand zwischen dem Stoff und dem Knopf entsteht. Wenn du das gemacht hast, stich noch einmal mit der Nadel durch den Stoff. Nimm dann den Faden und wickle ihn einige Male um den Knopf herum. Vernähe nun den Faden, indem du einige Male durch den Stoff stichst und immer wieder hinter der Austrittsstelle wieder einstichst. Schneid zum Schluss den Faden ab. Und nähe nun noch den zweiten Knopf an. Nimm den Bändel und stecke ihn an die markierte Stelle. Mach dasselbe auf der anderen Seite mit dem zweiten Bändel. Nähe den Bändel jetzt an und vernähe die Stiche am Anfang und am Ende. Wenn du fertig bist, kannst du die Fäden gleich abschneiden. Leg den Bändel jetzt um, dass er zum Rückenteil zeigt, und nähe ihn nochmals fest. Vernähe ebenfalls die Fäden am Anfang und am Ende und schneid sie danach gleich ab. Damit bist du fertig und hast selber ein Eisköniginkleid genäht. Herzlichen Glückwunsch! Und so näht man ganz einfach selbst dieses Eisköniginnenkleid. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib mir doch bitte den Daumen hoch, schreibe einen Kommentar und ich würde mich auch sehr freuen, wenn du meinen Channel abonnierst. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Nähen und bis zum nächsten Mal.